Liebe Schwestern und Brüder im christlichen Glauben, da ist die Stadt Robschitz. Und von dieser Stadt wird eine Geschichte erzählt. Reiche wohnen am Stadtrand, also sind einsam, weil der Ort so weit weg ist am Ende des Ortes. Und so suchen sie Leute, die nachts über ihren Besitz wachen sollen. Und als Rabbi Naftali eines Abends spät am Rand der Stadtwall spazieren ging, begegnete er solch einem Wächter. Für wen gehst du? Fragte ihn. Der gab ihm Bescheid, fügte jedoch die Gegenfrage hinzu: Und für wen geht ihr, Rabbi? Diese Frage traf den Rabbi wie ein Pfeil. Noch geh für niemanden, brachte er mühsam hervor. Dann ging er lange und schweigend neben dem Wächter her. Schließlich fragte er ihn: Willst du mein Diener werden? Das will ich gern, antwortete jener. Aber was habe ich zu tun? Mich zu erinnern, für wen ich gehe, sagt der Rabbi Naftali. Für wen gehst du? Für wen gehe ich in meinem Leben? Gehe ich oft für mich selbst? Gehe ich für eine Sache, eine Institution, eine Einrichtung? Gehe ich für andere? Die Geschichte sagt, dass der Rabbi von dieser Frage bis ins Herz getroffen war. Diese Frage vom Wächter, so leicht hingeworfen, wird plötzlich zu einer persönlichen Gewissensfrage, zur Existenzfrage, zu einer Frage, die aufs Ganze geht. Und dies bei einem, der ganz gewiss nicht oberflächlich lebt. Der Rabbi hat vielleicht schon jahrelang intensiven Umgang mit der Tora, mit dem Alten Testament. Er studiert und meditiert jeden Tag intensiv das Gesetz des Herrn. Er kennt die Weisung Gottes, er spricht jeden Tag seine Gebete, und doch gesteht er: Noch gehe ich für niemand. Für wen gehst du? Für wen gehe ich in meinem Leben? Weiß ich es? Vielleicht habe ich schon jahrelang Umgang mit dem Wort Gottes. Verrichte täglich bestimmte Gebete. Empfange Sonntag für Sonntag die Heilige Kommunion. Gehe regelmäßig beichten, mache vielleicht sogar Jahr für Jahr Besinnungstage oder Exerzitien mit. Und trotzdem ist nicht berechtigt diese Frage und ist nicht notwendig und gut, sich davon treffen zu lassen, ihr nachzusinnen. Für wen gehst du? Ehrlich gesagt, seit ich vor einigen Jahren auf
diese Erzählung der Kasilins gestoßen bin und dann auf diese Frage, seitdem lässt sie mich nicht mehr los. Die Frage ist für mich so etwas wie eine Gretchenfrage. Und ich meine, für uns Christen spitze die Frage noch zu, gehst du für Jesus Christus? Gestaltest du dein Leben mit ihm? Ist dein Leben auf ihn hin ausgerichtet? Wirklich? Oder nur vordergründig? Heißt du nur Christ oder bist du Christ? Bist du es halb oder ganz? Nur irgendwie? Je nach Lust und Laune oder mit Leib und Seele? Aus ganzem Herzen, mit Feuereifer, mit allen deinen Kräften? Für wen gehst du? Immer wieder brauchen wir Menschen, die uns daran erinnern. Im Evangelium war es Johannes der Täufer. Er erinnert Andreas und der sein Bruder Petrus, wen sie gefunden haben. Und auch wir werden immer eingeladen durch Heilige, aber durch Gottesdienste und vieles mehr, das nicht zu vergessen, für wen ich gehe. Amen.